die sind voll hart. Das war jetzt gerade BAM! 6 so oder 8 von den Silberfischen tot. Ja, willst du? Oder? Mach auf, komm. Ah, ich bin ran. Ja, cool. Mach ruhig. Was war das? Ich hab einen Wolf. Ein Wolf? Ja, ein Spawn-Egg. Ja, nice. Den hole ich mir gleich. Ich glaube, ich nenne den Wolf. Ja? Ja, ich bin sehr kreativ in der Namensgebung. Nenn ihn doch Wolfe. Aha. Was war das denn? Ich hab, er hat seinen neuen CPU getestet. Ja. Lol. Benchmark war gut. Hast du einen neuen CPU? Nö. Oh. Warum auch, Walla? Warum nicht? Ja, brauche ich doch nicht im Moment. Was steht nicht? Wieso macht so. Ihr denn hier? Achso. So. Haben wir das schon mal. Heiko, hast du mal. Ah, hab ich schon. Nee. Schön. Oh, okay. Wie Flints hattest du denn? Ja, ein paar. Warum? Ja, was jetzt? Ja, weil ich Graub machen musste. Ein paar, sagt er, weißt du? Ah, du musstest Graub machen. Graut! Ach, das war's am Farmen. Zeit für den Ficker. Den Ficker 4000. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Hast du mal bald eine Lois-Meter fertig? Das dauert zu lange hier. Peter! Ich baue eine Sackmail, du Digga. Mach doch mal eine Lois-Meter. Den brauchen wir doch alle, Peter. Nein! Das ist doch jetzt Quatsch. Ich brauche noch zwei Eisen. Ein Eisen noch. Ach man, ich brauche mehr Zäune. Ach. Dafür mehr Holz, ihr Penner. Hol ich mir jetzt einfach. Was fehlt denn jetzt aus? Noch? Weg da, lass die riesige Wespe hey. Hier, hier dran. Ey. Was macht die Wespe? Sollen die kaputt schlagen? Nix, ja, ja. Nix die ist richtig die aggressiv. Wespe. Ich mache gleich Wasser hin. Was sagst du dann? Ey. Das Wasser ich ist kein Spaß, du Pimmel, ja? Ich spüle dann deine Girlfriends runter und dich töte ich gleichzeitig. Krass. So läuft das. Oh nein. Was? Hier fehlt ein Sirit Brieg. Das ist aber ärgerlich. Dann musst du wohl noch mehr machen, Haku. Haku, Manome. So richtig behindert. Wir machen jetzt auch so ein Let's Play Fantasiesprache wie die Sims, ne? Der ist ja schon fertig. Ja, hol dir mal Corona, das ging ja fast. Ja. Wer ist fertig? Du mit deinem Ding. Mit deinem Haus oder was? Ja klar, Digga. Bist schon fertig? Kommt alle rein, Party. Ja, ich hab ja auch schon die Hälfte davon gebaut gehabt. Und irgendwas brauche ich noch. Wieso, was brauchst du denn schon wieder? Boah. Ein Solarium, ne? Ja, auf jeden Fall. Den hast du noch nicht, Peter. Musst du dir schon noch bauen. Das ist die Frage. Macht ein Solarium Sinn oder lieber irgendwie was Teureres? Ich könnte ja auch Towncraft machen und da kann man richtig viel verballern. Nein, machst du nicht. Noch nicht. Ja, würde theoretisch gehen, wollte ich ja nur mal anmerken. Ja. Würde das so, uns denn was bringen oder nur dir? Im Nachhinein auch euch, weil umso schneller ich bin. Ja, das ist ja nicht so. Du bist ja nur schneller für dein nächstes Projekt. Das ist doch jetzt Quatsch. Doch. Glaub, wir müssen uns mal unterhalten. Was? Verstehe ich nicht. Okay, der funktioniert leider nicht. Den anderen ist zu teuer. Also, warte mal eben hier ab. Warte mal. Heiko, hast du noch dieses wunderschöne Holz, was hier überall verbaut ist? Leider nicht. Das Redwood? Ja. Haha. Ne? Ja. Okay. Hab alles ich. Ein bisschen habe ich auch noch, ne? Gar nicht. Aber ich finde die Blätter voll cool so. Ja, ne, mit dem außen so gefranst, ne? Das ist schon. Ja, schön. Und auch, dass das so abfällt. Kennst du das so? Ja, ja, da denkst du direkt, boah, ey, das lebt hier, ne? Das ist kein Minecraft mehr. Das ist besser als draußen, denke ich mir dann immer. Sagst du? Hast gesehen, dass in der 1.9 Regensounds überarbeitet wurden? Nein, echt? Noch beschissener geil. Jetzt? Nein, das hört sich jetzt cool an. Nicht mehr so ultra nervig. Ja, solange das nicht nur eine 2 Minuten dauernde Regen-MP3 ist, die immer und immer wiederholt wird, dann ist das schon okay. Genau, haben sie neu eingefügt. Sonst ist das mega scheiße einfach. Ja, also ich würde sagen, Michael Bay. Das würdest du hören, um einzuschlafen. Ja? Ja, könnte sein. Also heißt das, dass ich dann immer einpenne, wenn ich Minecraft zocke, das ist ja blöd. Genau. Boah, jetzt ist die Wespe hier zu groß und ich passe hier nicht mehr raus. Ja, scheiße, ne? Wenn man so fett ist. Was? Krass. Ah ne, Entschuldigung, du hast ja nur... Krass, du bist fett. Schwere Knochen, ne? Ja.
Guck mal, ich habe auch mal was gehört, ne? Raucher greifst du an, ne? Da sagst du ja, pass auf, Rauch ist ungesund, was rauchst du denn und so, weißt ja. du? Aber so dicke Leute, die darf man nicht angreifen in dem Moment. Nee, da darf man ja nicht. Das ist... Weil da kann man ja auch sagen, ey, hör mal, was isst du denn so viel, weißt du? Aber jetzt frisst nicht so, ne, du kleinen Fettkopf. Will man ja schon manchmal sagen, ne? Das habe ich immer so bei anderen Leuts Kindern auf den Lippen, die schon dick sind und fressen dann noch irgendwie sowas, was total ungesund ist, dann denke ich halt immer. Ja, stimmt. Ja, komm, okay. Alter, geht noch, du Fettkopf, denke ich dann immer. Ach so, ich sag das immer. Boah, ey. Das ist zu viel oder was, ne? Nee, mach das mal. Boah, ist aber auch der am Fressen hier, ne, ihr kleiner Fettkopf. Genau. Boah, das ist oder wenn du bei Meckes bist und dann sagst du, die Cola Light bringt jetzt auch nichts mehr. Ja. Oder was auch oft so ist, ich sag mal, bei so Andersstämmigen, da sind die Kinder auch gerne stämmig. Ja, stimmt schon. Stämmig. Ja, ne? Aber die fressen halt auch dann immer richtig krass, so bei Meckes. Die fressen dann 3 Cheeseburger oder noch mehr, so ein, weißt du, wo ich schon denke, so, boah, bin ich aber schon satt, schlecht, ey. Ja. Die hauen da nochmal rein, weißt du? Ja, aber guck mal, die trinken dann auch noch die Cola Light, die im Grunde noch das i-Tüpfelchen scheiße ist. Da sollen sie lieber eine Cola mit Zucker nehmen. Ja, ist so. Aber nein, aber ist so nicht. So, da, warte mal. Mach doch da jetzt hier drauf. Hat einer noch Magic Wall? Magic Wall? Ja, that would be nice. Also hatte ich, glaube ich, noch nie. Warum nicht? Ja, warum? Wofür denn? Mach mal ein Ding. Das ist eine Marschwand. Sag jetzt. Okay. Ja, ist doch Karneval in NRW, Peter. Kennst du es doch. Was? Ja. Nee, was machen diese Magic Wall? Ich kenne nur Wonderwall, das ist ein Lied. Die füllt meinen Altar aus, aber ich sehe gerade, war total den Scheiß, den ich da geholt habe. Das ist geil, ey. Die Wespe, die backt manchmal so rum. Wenn du im Fliegen was abbaust, dann macht der bis kurz vor Ende und fängt dann neu an. Leute, das ist cool. Das ist toll. Das ist sehr, sehr toll. Das freut mich richtig. Kann der Geist fliegen? Der kann fliegen, ne? Ja. Aber der macht immer. Ist doch cool. Aua, aua. LOL. Ich bin hier so eine Blaze, ne? Und die Blaze kann nicht fliegen in dem Spiel. Okay, ich mache mich auf der Suche nach Moonstone Ore. Auf der Suche, Peter. Ehrlich. Ich mache mich auf der Suche. Auf die Suche, sorry. Ich mache mich auf den Suche. Ah, hast du einen Geist genommen? Ja. Ich brauch so einen Wisp. Ich hab den hier gesehen letztens irgendwo und ich gehe jetzt gleich so einen klatschen. Oh. Weil der Wisp ist beste Morph-Tier, was es gibt. So. Beste Morph-Tier. Wo auf Welt am geben ist. Gibt. Weißt du. So. Was macht er denn hier? Krass. Niki. Also ich bräuchte eine, also mancher kommt Meteore runter von Ars Magica und da ist quasi dieses Zeug drin, was ich brauche. Aber ich glaube, der Altar ist ein bisschen zu heftig. Asteroid-Sperma. Oh ja. Dann sollte ich den Altar später bauen, dann nehme ich doch Stonebricks. So, ich muss jetzt erstmal gleich mein Bett verlegen hier. War ich umsonst in der Hölle, schade. Haben wir eigentlich jetzt alle ein einzelnes Bett oder? Nee. Wir schlafen alle im selben Bett. Im selben? Und zwar in Schichten. Bah. Da gibt es ja wirklich so Fabriken und so, wo das so läuft, ne? Das ist in Japan auch. Ja, voll furchtbar, ey. Weil die da aufeinander, also da wohnen die auf den Dächern von Tokio. Ja. Ja. Und da schlafen die in Schichten, weil da ist so eng, dass nicht alle gleichzeitig schlafen. Ja, wie bekloppt so, ne? Ja. Also muss ja jeder in Tokio wohnen, Junge. Junge. Ja, aber die können da wahrscheinlich besser arbeiten als im Dorf um die Ecke. Ja, aber ist doch doof so. Ja, jojo. Die meisten von denen, die könnten wahrscheinlich auch Homeoffice machen, die da ins Office gehen. Lol. Ja, ist ja auch schon, sein. Ja. So, hier oben mein Haus. In China. Ich brauche noch mehr. Ich brauche noch mehr hier Redwood-Scheiße. Ah, nee, Rubberwood brauche ich eigentlich. Rubberwood. Obwohl, nö, ich kloppe jetzt einfach so einen Redwood-Baum weg hier. Mir jetzt egal. Hammer! Ist mir jetzt egal. Muss unser Haus noch ran.
Was? Wir müssen unser Haus ran. Ja, aber doch nicht an den hier hinten. Natürlich, der ganze Wald muss expandieren. Krass. Echt? Machst du das? Können wir auch den Wald abreißen, Stelzen bauen und später ein bisschen Grün dran tüddeln. Dran tüddeln, weißt du? Ja, ja, warum denn nicht? Ich tüddel dir gleich. Du kennst das doch. Wenn die Bremse nicht gleichmäßig ist, einfach mit dem Ölfinger dran packen. Nee, nee, einen satten Strahl Multiöl drauf. Boah, ja, so war das? Klar. Boah. Also das war, also bei einer anderen Werkstatt von einem Bekannten, da wo ich nie mein Auto abgeben würde, da war das echt auf dem Bremsenprüfstand so, der hat dann quasi die Bremse kontrolliert und hat dann neben dem Auto gestanden und hat so lange die Bremsscheibe mit Öl eingesprüht, bis auf der Seite das so stark gebremst hat wie auf der anderen. Ja, cool. So macht man's. So wird's gemacht, ne? Und entlüftet hat er auch nur, indem er Öl an die Nippel gemacht hat. Ja, da waren die guten alten Akkordzeiten wahrscheinlich, ne? Genau, weil AWs, AWs. Eben. Hauptsache zackig, zackig, ne? Und dann hauen die Jungs rein und dann stehen sie eine Viertelstunde vor Schluss rum und dann kommt der Chef rein und sagt, wie, keine Arbeit mehr? Ja. Voll gut. Hat aber schon die dreifache Menge an Arbeit gemacht, die er eigentlich machen muss. Krass. Das war nicht schlecht. Also bei unserem alten Betrieb, ne, da gab es letztes Jahr wieder eine Leistungsprämie. Oh. Hey. Ne? Das gab es bei unserem alten Betrieb auch mal. Dafür habe ich mir eine PlayStation 2 geholt. Ja. Da gab es dann 800 Mark. Mein Gott. Ne, Euro war das noch. 800 Euro? So teuer war das? Ach nee, so viel hast du bekommen. Ja, so viel habe ich bekommen, aber die war auch so teuer, glaube ich. Ne, warte, die hat 860 Mark gekostet, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, ja, weil 800 Euro wäre schon krass für eine Konsole gewesen, so. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, allerdings, ey. So, okay, ich mache den Altar hier wieder weg, weil das geht leider nicht. Ach man, das ist doch falsch hier. So geht das nicht. Scheiße. Wieso machst du den Altar wieder weg jetzt, Peter? Ich habe Shift gedrückt gehalten, bin runtergefallen, das war ärgerlich. Hast du alles abgebaut? Ja. Ich meine, ich wollte ja alles abbauen, aber... So. So, jetzt oben mein Haus zumindest schon mal wieder so ein bisschen dran. Hier kommt ein Creeper mit einer Weihnachtsmütze. Der ist lustig. Los, flieg, Biene! So. Dann verwandle dich doch wieder, bevor ich hier in der Wand stack. Was macht ihr? Ich verwandle mich gerade wieder. Macht ihr wieder Unsinn? Nein, nee. Ich mache keinen Unsinn. Nee? Warum macht ihr keinen Unsinn? Ich mache nie Unsinn. Ja, warum denn nicht? Ich mache nur Sachen für die Allgemeinheit. Ja? Meistens schon. Der Heiko, der lacht einfach. Krass, ey. Ach, es hat Lachen, wusste ich gar nicht. Ja, oder Niesen, das weiß man beim Heiko auch nicht so ganz immer. Ne, Heiko? Da haben wir es. Haben wir Lapis Lazuli? Ne, ne? Scheiße. Haben wir nicht? Was sind das denn für Fickdinger? Was für Fickdinger? Aua, hör auf zu hauen, bitte. Oh, oh, sorry. War keine Absicht. So, jetzt brauche ich erstmal mein Lapis. Bett hier. Oh, Lapis. Haben wir jetzt schon mehr als ein Bett oder nicht? Haben wir nur ein Bett? Nein. Zwei Betten. Wir haben da vorhin zusammen gepennt. Ja, aber zwei Betten haben wir ja nur, ne? Ah, ne, da drüben ist noch eins am Heiko, Feld. Der vergisst immer alles. Ja, der pennt mit dir und hat da direkt vergessen. Eben. Was? Das ist ein Gentleman. Eben, ist ein Gentleman. Heiko. Ja. Oh, das ist ja ein geiler Hut. Komm also mal her. Beschwer dich mal nicht. So, habe ich noch Leitern? Nee. Scheiße. Nee. So, wenn ich jetzt einen Pick nehme, dann kann ich noch einen Flying Pick Head nehmen. Das wäre geil. So. Ich habe welcher Höhe ist denn Lapis? Tief. Irgendwo. Stimmt, ne? Tief. Lapis so, tief. Also ich habe schon mal jetzt hier oben ein schönes, angemessenes Bett. Also. Das ist doch wohl Quatsch. Wo ich schön pennen kann. Das ist. Als Wespe oder was? So ein Wespenbett. So ein Wespen. Das wär ein Bienenstock, oder? Oder Wespenstock. Den die sich dann in den Arsch drücken einfach, ne?